Ja, servus Leute, ich bin's Kuglocke und willkommen zum neuen nachkommentierten Gameplay auf meinem Kanal. Und zwar spiele ich hier auf Terminalherrschaft mit der Fahrt Schallgedämpft und ich glaube Extended Max, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber dürfte sein. Dann habe ich Stun und Semtex dabei. Perks sind Fingerfertigkeit, Schnellziehen und Meisterschütze. Cashstreaks bzw. Pointstreaks sind Drohne, Care Package und Predator. Ja, ich habe das Gameplay hier ein bisschen zusammengeschnitten, da ich das Video nicht so lange machen möchte und ich relativ viel Deaths kassiert habe. Ja, deswegen habe ich die Deaths ein bisschen rausgeschnitten, ein paar habe ich drin gelassen und ein paar uninteressante Stellen, wo ich so lange rumlaufe, wo ich keinen Gegner finde, habe ich auch rausgeschnitten. Und ja, ich glaube sogar ein oder zwei Kills habe ich auch rausgeschnitten aus Versehen, aber da hatte ich jetzt auch keinen Bock da jetzt genauer rauszuschneiden, bla bla. Ja. Genau, ich hoffe, es gefällt euch trotzdem so, wie es ist und wenn nicht, dann habt ihr halt Pech gehabt, dann, ja, seid ihr einfach Failors und, ja, geht euch erhängen, so. Ja, was ich ein bisschen ansprechen möchte, ist heute das Geflame auf YouTube, was natürlich schon ausgelutscht ist und ja, mir aber im Moment kein anderes Thema einfällt. Und was soll ich dazu sagen? Außerdem wollte ich mal ein bisschen, also was heißt ein bisschen, ich wollte einfach mal ein nachkommentiertes Gameplay machen, denn das habe ich schon lange nicht mehr gemacht und ich weiß, ich bin da richtig schlecht drin, aber egal. Miau! Ja, da kommen wir auch gleich zu Miau. Und zwar werde ich relativ oft geflamed, auch in Private Nachrichten, WTF. Ja, warum ich denn Wörter klaue, ob ich nicht eigene hätte. Und ja, ich bin ganz ehrlich, ich bin einfach zu faul, mir eigene Wörter auszusuchen oder mir einfach raus, ja, mir zu überlegen, weil ich einfach keinen Bock drauf habe. Deswegen nehme ich halt das Miau oder irgendwelche anderen Wörter oder Sätze oder sonst was, ja. Mich stört das nicht. Wenn es euch stört, dann müsst ihr mich halt nicht abonnieren. Ganz einfach. Und schreibt dann nicht so behinderte Kommentare. Du hast das Miau von Hardy geklaut. Mi, mi, mi. Ja, dann heul doch, Junge. Ganz ehrlich, das pisst mich richtig an. Wenn es euch stört, dann deabonniert mich. Ansonsten freut euch mit mir, dass Hardy ein richtiger Spast ist, der wo Miau erfunden hat. Ja, sollte das vielleicht patentieren, ja. Ja, richtig schwachsinnig, richtig Kindergarten hier. Und wenn es so weitergeht, dann glaube ich, wird es mich auf YouTube echt nicht mehr lange gehen, weil das ganze Geflame da geht mir echt auf den Piss, das Kindergartengetue da. Es sind ja eh nur noch Kinder auf YouTube. Ja? Ist nicht anders. Tut mir echt leid für die Leute, die wo 14 sind oder 13, 12, whatever. Ich meine, es ist echt schön, dass ihr unsere Videos anschaut. Es sind halt mal viele Kinder, die wo unsere Videos anschauen von den Kommentatoren. Und es gibt natürlich auch viele Ältere, die wo 20 sind oder älter. Oder ja, 18 halt. Ich bin auch 20 und schaue auch Videos von, keine Ahnung, PietSmiti oder von, ja, Rambo etc., was es da halt nicht alles für Kommentatoren gibt. Ich meine, es hat ja nichts unbedingt mit dem Alter zu tun, aber es sind einfach so viele Leute oder so viel, ja, Kinder, die wo denken, sie haben im Internet richtig fette, große Eier und können sich hier aufspielen. Ja, weiß ich nicht. Muss man das verstehen? Ich glaube nicht. Ansonsten, ja. Ich finde es einfach kindisch. Ja, wenn ihr das hier jetzt nicht nachvollziehen könnt, dass ich hier ein bisschen die Kinder anflame, aber es ist einfach so. Jeder, der wo auf YouTube kommentiert oder ein Kommentator ist, denke ich mal, kann mich verstehen. Ja, wenn nicht, dann habt ihr irgendwas verpasst, keine Ahnung. Ja, was soll ich noch dazu sagen? Es nervt mich halt ein bisschen und deswegen sage ich einfach meine Meinung dazu. Apropos Meinung, ich möchte noch kurz so ein bisschen meine Meinung zu Black Ops 2 sagen. Ich wollte ja eigentlich ein, ja, Meinungsvideo hochladen. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal irgendwo erwähnt habe im Commentary oder im Live-Commentary. Ja, ansonsten mache ich das halt jetzt nochmal. Ja, ich wollte halt so ein Meinungsvideo hochladen mit dem Multiplayer-Trailer im Hintergrund, was ich aber dann im Nachhinein doch nicht gemacht habe, weil es einfach zu viele gemacht haben und ich da keinen Bock habe, dass mich wieder Leute anflamen.
du machst das nur wegen Klicks und Abos. Ja, genau. Was man ja leider zu oft hört und so weiter. Ja, deswegen mache ich das jetzt hier einfach so ein bisschen, ja, ich sag mal, ja, halt einfach so jetzt. Und zwar, was mich halt, ich habe jetzt auch ein paar Videos von Gamescom gesehen, ein paar Multiplayer-Videos und auch Gameplays und so weiter. Es gefällt mir eigentlich recht gut, was ich so gesehen habe. Das Map-Design gefällt mir auch gut. Ich bin mal echt gespannt, wie die Nuketown 2025 aufgebaut ist, ob die sich stark verändert hat. Ich denke mal eher nicht, also ich denke mal ein bisschen vom Designerischen, aber so von den Laufwegen, bla bla, das, ich denke mal, da hat sich nichts verändert. Ist halt Nuketown und ja, bin ich mal gespannt. By the way, hier an der Stelle, achtet mal hier, was mir gleich passiert. Bam, Junge, mein eigenes Care-Package direkt auf die Fresse bekommen. Ja, ich weiß nicht, was da los war mit mir. Ich habe mich da einfach direkt auf die... Ja, Absturzstelle. Ne, nicht Absturz. Absturzstelle gelegt. Halt den Typen da zwar noch gekillt, aber dann direkt mit dem Care Package. Ja. Gesuicidet. Was für ein Wort. Ja, wo war ich genau? Black Ops, Map Design und Nuketown, genau. Ja, Nuketown, denke ich mal, wird wieder richtig geil. Ich habe mir es nicht vorbestellt. Ich glaube, das habe ich schon mal erwähnt, dass ich mir Black Ops 2 dann erst kaufe, wenn es draußen ist. Und vielleicht ein paar Tage warte. Ich weiß noch nicht genau, wie ich es mache. Und ich werde mir eh nur einen Key kaufen. Der wo billiger ist, ne? Wisst ihr Bescheid. Ja, was gibt's sonst noch? Ja, Map Design habe ich schon gesagt. Von Black Ops 2 taugt mir relativ gut von den vier Maps, was man da gesehen hat. Ich weiß jetzt die Namen, also die Namen nicht von den Maps gerade auswendig. Aber sonst gefällt mir das. Allgemein, die Waffen, das Waffendesign gefällt mir von den ganzen Waffen. Ich freue mich auf die Sniper-Arts, da wo man dann auch den Aufsatz draufpacken kann. Ja, den Iron Sights-Aufsatz, wo man dann halt einfach nur so scopen kann. Ja, bin ich mal gespannt. Ich denke mal, da wird es auch ein paar Only-Sniper-Server wieder geben. Da bin ich mal gespannt. Freut mich sehr, dass es sowas, also dass sie sowas eingeführt haben. Und auch mit diesem Punktesystem, dass man halt die 10 Punkte hat, wo man dann ein Punkt für einen Perk oder sowas braucht oder für eine Waffe dann 5 Punkte oder sowas, dass man das dann halt so kaufen muss. Ich blicke da noch nicht ganz durch, aber ich denke mal, wenn man das Spiel hat, dann hat man da einfach einen besseren Überblick und kann da besser beurteilen. Jetzt kann man eh noch nicht so viel sagen. Ich freue mich einfach auf Black Ops und mal gucken. Ich lasse jetzt das Gameplay hier einfach weiterlaufen, weil ich weiß jetzt auch einfach nicht, was ich sagen soll hier. Ich habe jetzt auch keine Themen mehr aufgeschrieben. Ich wollte einfach mal so ein Freestyle-Commentary machen und habe jetzt nicht viel überlegt. Ja, Musik ist im Hintergrund. Ich hoffe, es gefällt euch und ja, bis zum nächsten Video. Servus, Leute. I'm coming up and I ain't coming down. It's real till I die, forever reppin' my town. Come on, yeah, motherfuckers, come on. Now let me hear you. If I had a shot, I'd give it all I got. Gotta let them know that I rock. Motherfuckers, come on. Yeah, everybody, come on.